Hallo liebe Leute, na habt ihr das auch bei Facebook gelesen? Es ist bald wieder Valentinstag, oh ich hätte es fast vergessen. Natürlich können einige Jungs jetzt sagen, oh, wieso sollte ich überhaupt Valentinstag feiern, warum soll ich das Geld ausgeben und Rosen kaufen und Schokolade? Dabei kann man das Geld doch nutzen, um Kondome zu kaufen und einfach am Valentinstag wie an jedem anderen Tag auch sinnlos mit seiner Freundin rumfummeln. Ich werde jetzt euch mal sagen, wie mein letzter Valentinstag war. Meine Meinung zum Valentinstag und den Masterplan für den perfekten Valentinstag. Ohne dass ihr mich abonnieren müsst, Daumen hoch oder einen Kommi schreiben müsst. Nicht wahr, Herr Tutorial und Seminators? Also bei meinem letzten Valentinstag weiß ich noch, dass ich meiner damaligen Freundin eine Rose gekauft habe. Und dann habe ich der Verkäuferin gesagt, die soll das noch ein bisschen mit Unkraut verzieren, damit die eine Rose nicht so mickrig aussieht. Okay, liebe Mädchen, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was für ein geiziges, unromantisches Arschloch der Beton noch ist. Ja, ich meine, ich habe ihr gesagt, dass wir den nur einmal feiern werden. Und ich war auch froh, dass sie auch so wie ich gedacht hat, nee, Valentinstag ist nicht so ein Tag, wo du unbedingt Rosen kaufen musst. Es wäre schön, Tom, ja, es wäre schön. Das heißt, ich muss es so oder so machen, damit sie glücklich ist. Und ich musste es so machen. Aber ich habe es gerne gemacht, weil es, wie gesagt, nur einmal war. Also Jungs, es ist jetzt eine wichtige Sache wegen dem Valentinstag, dass ich das nur einmal gefeiert habe. Ich habe es gemacht, weil ich dachte, ich bleibe mit meiner Freundin, sagen wir, bis an mein Lebensende zusammen und mach ihr dann eine Freundin dadurch, dass wir den wenigstens einmal in unserer Beziehung feiern. Okay, es ist ja jetzt vorbei, wir sind auseinander. Ich rate davon ab, es so früh in einer Beziehung zu sagen, Schatz, ich will es nur einmal feiern und dann nie wieder. Ich hatte Glück gehabt, dass sie es verstanden hatte und sie fand es auch gut, dass ich so gedacht habe. Sie hat selber so gedacht, das fand ich gut. Also bitte, das ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Nicht jedes Mädchen ist dafür offen, dass man das dann wirklich nur einmal feiert oder dass man sagt, das ist ein scheiß Tag, denn ihr müsst dann auf euch gucken, seid ihr romantisch, überrascht ihr sie überhaupt noch? Ist es wirklich sinnvoll, dass ihr sagt, dass ihr so einen Tag abschafft und dann eigentlich so ziemlich der unromantischste Mensch auf der Welt seid und dann auch noch diesen Tag, wo ihr eigentlich hättet romantisch sein können, einfach so abschafft, okay? Also bitte seid vorsichtig damit. Ich habe nicht viel Einfluss auf meine Abonnenten, aber es kann ja sein, dass irgendeiner das jetzt versucht, mit seiner Freundin so zu besprechen und dann die Beziehung endet nur deswegen. Aber ich sage mal so, ich mag es, wenn man mit Mädchen darüber reden kann. Also, Schatz, ich finde dies und das, das ist kindisch und dann hat sie Verständnis dafür. Das ist für mich eine reife Frau oder ein reifes Mädchen. Und ich, nein, du musst so romantisch sein in den Tag. Das ist wirklich Scheiß, mit dem Mädchen kann ich nichts anfangen. Wenn ihr mit so einem Mädchen was anfangen könnt, okay. Aber das ist meine Meinung. Bitte seid vorsichtig. Was ist denn daran romantisch, wenn ich Rosen kaufen muss? Wenn ich weiß, wenn ich die jetzt nicht kaufe, denkt meine Freundin oder könnte eure Freundin denken, du bist ja unromantisch, du bist voller Geizkragen. Was sollen denn meine Freundin denken, wenn die erfahren, dass ich keine Rose von dir bekommen habe? Kommen bestimmt noch diese guten Freundinnen von dir an. Wieso kaufst du ihr keine Rose? Was ist denn los mit euch beiden? Läuft sie sich gut in eurer Beziehung? Ihr könnt mit uns reden. Ja, ihr könnt mit uns reden. Wir haben's drauf. Bei einem Gangbang können wir das in Ruhe besprechen. Okay, ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Eben SMS oder bei Facebook eine Nachricht schreiben. Unnötig oder nötig? Es kommt drauf an. Wenn man ein Romantiker ist, kann man das ganze Jahr über romantisch sein. Wenn man ein Anti-Romantiker ist, sollte man den Tag mal nutzen, seinen fetten Arsch hochbekommen oder seinen Knackarsch, je nachdem, und die Freundin einfach mal positiv überraschen. Eine Rose kaufen, möglichst früh. Vielleicht sind die Rosen auch schon eine Woche vor, weil es Valentinstag teuer. Ihr müsst mal gucken. Schreibt mir das, wenn ihr jetzt Rosen gekauft habt. Ja, Tom, die sind teurer geworden. Dann weiß ich, ja, schön. Gut zu wissen. Bei der Schokolade müsst ihr aufpassen. Normale Schokolade, vielleicht sagt die Freundin dann, aha, du willst mich fett machen? Oder das ist nicht meine Lieblingssorte oder die mag ich überhaupt nicht. Wenn ihr Diätschokolade kauft, oh, das könnte sehr schlecht werden, denn dann könnte sie denken, wie, Diätschokolade, hältst du mich für fett oder was willst du mir so beibringen, dass ich zu fett bin? Boah, dafür kaufe ich mir echte Schokolade und mache mich jetzt extra fett, 5 Kilo fett, fett. Wenn ihr bei der Rose sparen wollt, gibt's da einen Trick. Plastik! Ihr kauft diese 1-Euro-Rose, schenkt ihr die zum Valentinstag. Und wenn ihr dann beim nächsten Jahr, also wenn eure kleine Kinderkacke-Drecksbeziehung doch länger als ein Jahr gehalten hat und ihr wieder Valentinstag feiert,
dann könnt ihr hoffen, oder solltet ihr hoffen, dass sie diese eine Rose verbummelt, ihr sie dann versteckt und beim nächsten Valentinstag wieder rausholt. Das heißt, ihr habt Geld gespart. Ja, und dann könnt ihr das ausgeben für Alkohol oder Zigaretten oder wie ich für Essen. Der Vorteil an der Plastikrose ist, man kann die auch für SM-Spielchen benutzen. Aber das würde ich nicht empfehlen. Nicht, dass ich das jetzt ausprobiert hätte, aber Valentinstag soll ja ein schöner Tag sein und nicht irgendwie so bam, bam, bam. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wie ihr den Abend dann verbringt, das bleibt euch überlassen. Seid kreativ und überrascht mal euren Schatz. Ja, das war's von mir. Euer unromantischer Nein. Euer Biton. Bis zum nächsten Mal.